Alles fallen lassen. Fallen lassen. Ich gehe ins Bett. Muss ja ein echt spannendes Leben sein, was er so führt, wenn ich ehrlich bin. Tatsächlich müsste es wirklich ein recht spannendes Leben sein. Ah, wir sind schon dehydriert. Das Problem ist an so einem Leben, du musst dir echt einen Tagesplan setzen, weil wenn du das nicht machst, dann kriegst du tatsächlich Probleme. Alles frische Pilze. Weil du hast dann absolut keinen Rhythmus mehr. Kleintierfleisch. Irgendwas wird schon dabei rauskommen. Wir finden trotzdem noch Gewicht. Oh, die Gurke rein. Ach, schon wieder jemand von denen. Guck, wie schnell der Typ rennen kann, also damit könnte ich nicht mithalten. Ich glaub's zumindest nicht. Da haben wir wieder ein bisschen was zum Suchen. Ich glaube, bei einem ist der Köder verschwunden. Das ist gut, da kann ich dann Käse auflegen. Okay, das war's schon wieder. Plus 12%. Ach, ich glaube, das resettet nur, wenn man alles gesammelt hat. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber so ist das Leben. Haben wir Giftpilze? Ei und Pilz für ein Gericht. Gar keine Pilze gefunden. Langeweile plus C. Ach no, die gleichen Pilze, ich verstehe. Das mag er ja nicht so. Den Käse nehme ich jetzt mit. Käse. Ein Glück kann ich nicht selbst in die Fallen rennen. Ist ja bestimmt schon passiert. Ich hab doch Käse. Darf das Gras hier nicht sein? Natürlich die undurchdringlichen Fallen. Hier kann ich den Köder entfernen. Ich weiß nicht, wo uns liegt.
Hey du. Oh, der hat nicht lange gehalten. Okay, Fähigkeiten. Oh ja, Kochen kriegen wir ganz gute Erfahrung dazu. Wie steht's hier? Stärke haben wir auch schon einiges. Fitness, naja. Würde mich freuen, wenn wir die Werte ein bisschen höher kriegen. Ah, da geht's. Wir finden auf jeden Fall Sachen. Giftpilz. Und Pfeilchen wieder. Wir könnten auch mal wieder einen Tag angeln, finde ich mal. Einfach nur mal so nehmen. Hallo? Wo kommt ihr denn her? Habe ich beide erwischt. Seht ihr noch mehr? Ey, sag mal. Sonst geht's euch aber gut, oder? Kommt ihr alle her? Also so ein Problem hatte ich bisher noch nie. Hat die jetzt irgendwas angelockt? Wie war denn das jetzt? Sind die wohlriechenden Zombies anscheinend? Die Welt geht unter, aber ich rieche noch nach Eau de Cologne. Man muss Prioritäten setzen nach der Apokalypse, ja? Essen oder Eau de Cologne? Eine Waffe oder Eau de Cologne? Ah, es ist schwierig, ich nehme die Eau de Cologne. Kleinen Moment, ich muss das kurz unterbrechen. Okay, wieder zurück. Wir müssen noch ein paar Leichen entsorgen. Weil ich mag das irgendwie nicht, wenn die alle an meinem Zaun liegen. Aus den Augen, aus den Sinnen. So hier ein Stück weg vom Zaun ist es okay. Dann machen wir hier oben halt den nächsten Friedhof auf. Das ist der Wartet mal. Ich habe eine Idee. Ich wollte gerade sagen, das ist der Dünger für unser Essen. Kann ich die Leichen auch kompostieren? Ich kann Leichen in den Behälter legen. Ich kann Leichen auf den Kompost schmeißen. Ist die? Ich ernsthaft, ich kann die auf den Kompost schmeißen. Das ist irgendwie makaber. Aber irgendwie auch lustig. Okay, ich guck mal, ob man die Leiche kompostieren kann. Ich brauche noch mehr Kompostbehälter für mehr Leichen. Ich meine, davon gibt's genug hier. Und ehrlich gesagt, der Kompost wird mir bald ausgehen. Ich krieg zwar immer wieder Bären, die ich raufschmeißen kann, aber wovon ich am meisten habe, sind die Leichen hier. Und davon gibt's hier echt reichlich. Ich habe hier bestimmt 200 Stück oder so vor meinem Haus liegen. Und hätte ich jetzt diesen Schutzwall nicht, wären sie schon durch und würden mich angreifen.
Ach so, ich soll vielleicht noch was essen. Mach mal gleich. Oh, nach dem Leichentransport. Erst mal ein Ei Pilzfanggericht essen. Oh, wir können wieder Essen suchen. Das ist erschöpft, das ist okay. Es ist früh um 10. Kann ich hier wieder? Ah, da kann ich echt wieder nach Essen suchen. Ach, der hat schon wieder Baumstämme aufgenommen. Hör doch mal auf, die Baumstämme zu sammeln. Das ist so behämmert. Wie viele Baumstämme trage ich jetzt mit mir rum? Der hat schon wieder Baumstämme. Der hat zwei Baumstämme aufgesammelt. Das ist so ein Idiot. Irgendwie riecht sie gerade nach Spray und ich sehe gerade, meine Frau imprägniert gerade. Die imprägniert eigentlich draußen. Ich habe schon den Baumstamm aufgenommen. Ich trage drei Baumstämme mit mir rum. Im Winter bin ich wahrscheinlich froh, wenn ich das ganze Zeug habe, aber ja. Ich habe es gesagt, ich kann ja problemlos Holz hacken, aber es ist gar nicht notwendig. Ich sammle doch eh Baumstämme. Ob ich das nur will oder nicht. Die Steine kann ich eigentlich auch wegschmeißen. Oh, ich habe einen Frosch gesammelt. Vielleicht verschwinden die Leichen ja doch. Mit der Zeit, ich bin mir nicht sicher. Bisschen kann ich nicht erwarten, dass der Winter kommt und ich nichts mehr zu essen finde. Ich wollte angeln, fällt mir gerade ein. Damit unsere Vorräte ja wieder leer werden. Außerdem kann ich dann beim nächsten Mal abschätzen, wie schlimm der Winter ist. Wahrscheinlich wird er sehr schlimm. So schöne Sachen eigentlich hier. So viel Kalorien. 3000 Kalorien eigentlich echt schade drum. Auf jeden Fall wieder Regenwürmer entstanden. So, die Pilze und Beeren können hier rein. Beeren werden alt, sehe ich gerade. Ich verliere tatsächlich weiter Gewicht. Baseballschläger mit Nägeln ist aktuell meine Lieblingswaffe. 2 Monate und 17 Stunden schon überlebt. Das
hier noch irgendwo eine Angel? Aber ich könnte mal das Fischernetz probieren. Die Angelroute. Ich hätte hier irgendwo noch einen Angelköder, glaube ich. Habe ich was zu essen dabei? Angeln ist nicht unbedingt die spannendste Tätigkeit, da kann man auch nebenbei was essen. Hier, nehmen wir uns einen Salat mit. Falls wir Hunger kriegen beim Angeln. Ich frage mich, ob ich da auswählen kann, was ich zuerst nehme, ob ich die Angel nehme oder das Fischernetz. Mit dem Fischernetz müsste ja eigentlich viel, viel mehr möglich sein. Okay, die hätte ich gern weg. Wenn ich angel, würde ich gerne in Ruhe angeln. Wir sind sehr erschöpft. Das geht nicht mehr gut. Fischernetz auswerfen. Ach, so läuft das. Interessant. Wieso stehen die da im Wasser? Angekratzt. Ach, die Schnur reißt. Ich habe echt Socken gefangen. Wahnsinn. Ich habe ein paar alte Socken gefunden. Toll. Ich habe einen kleinen Seebarsch gefangen, immerhin. Ich hole mal Angelschnur. So, Angelschrute. Wie repariere ich denn den? Bindfaden. Büroklammer oder Nagel? Oder Büroklammer oder Nagel? Schade, dass keine Stoffhitzen gehen. Ein Bindfaden hatte ich doch mal. Stofffetzen. Hier habe ich noch einen Angelköder, den nehme ich mal mit. Das Bindfaden. Und Faden. Okay, da fällt mir gerade auf, ich habe rein theoretisch nicht endlos Möglichkeiten zu angeln. Das ist schlecht. Denn irgendwann wird es keinen Bindfaden mehr in der Welt geben.
Wir haben jetzt ein bisschen gefischt, wir haben ein paar Fische gefangen, aber die Angelköder verschwinden, sobald die Angelschnur reißt. Das ist blöd. Das heißt, es ist besser, wenn ich mit Würmern angel. Ein Katzenwels! 36 cm Forelle. Kühlschrank ist voll. Mist. Okay, zerlegen wir doch mal ein bisschen die Fische. Ein Sonnenbarsch. Flussbarsch. Echt. Ein Mondfisch gibt es auch noch. Die Angelrute brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Okay, wir könnten jetzt Pilze und Fisch zusammenfassen. Was? Das geht nicht? Oh, doch, geht. Drei Pilze, dreimal Fisch. Okay, noch eine Bratpfanne. Mehr Pilze. Hauen wir erstmal die ganzen Pilze rein. So, noch ein Salat. Und dann gucken wir noch mal kurz nach den Fallen und dann würde ich sagen, beende ich die Folge. Oh ja, hier fangen die Bären an, schlecht zu werden. Oh, die werden alle schlecht. Das ist nicht gut. Ist schade drum um die Arbeit. Ist halt echt ärgerlich. Wenn du sehr viele mit einmal gesammelt hast, dann werden die auch alle gleichzeitig schlecht und ich kann halt nicht endlos essen. Okay, ich finde es jetzt eigentlich doch nur noch gerade lustig, was hier gerade im Hintergrund passiert. Aber wir machen eh gleich aus. Was soll ich machen? Ach ja, die Fallen kontrollieren, genau. Da war ja was. Keine Ahnung, warum ich da die Fallen nur entfernen kann, aber ich kann auch keinen neuen Köder draufpacken. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Animation, wie bei... wie heißt's? Don't Starve. Da hat man ja wenigstens gesehen, was mit der Falle war. Mal, wieso zur Hölle? Ich guck mal, ob ich einen Regenwurm noch draufpacken kann. Irgendwas scheint mit den Fallen hier echt nicht zu stimmen.
Okay, wir hatten hier leider Pech. Ich hoffe, die Fallen gehen nicht irgendwann kaputt. Weil dann hätte ich wenigstens hier eine endlose endlose Quelle an Essen. Ja, ist der Köder noch drauf? Auch da ist der Regenwurm gefressen worden. Diese verdammten intelligenten Vögel haben Angst vor dem Tod und wollen nicht gegessen werden. So, holen wir noch mal kurz den Käse. Und jetzt will ich das noch mal wissen, ob die. Sind die Fallen jetzt leer oder nicht? Also, ich verstehe das ganze System nicht. Hier ist Köder drauf. Also, nach dem müssten der Köder noch drauf sein, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich sehe schon kommen, dass mein Käse hier schlecht wird. Abgestandene Beeren. Egal. Ich sollte trotzdem noch einen essen. Nee, ich verliere tatsächlich weiter Gewicht. Ich habe schon 1400 Gegner getötet. Wir schlafen jetzt einfach mal. Und morgen früh gibt es nochmal leckeren Obstsalat zum Frühstück. Das macht glücklich und gibt Kraft. Naja, es hält uns am Leben eher. Wecker abstellen? Na, geht doch. Ich will nicht auf 80 runterfallen, aber trotzdem. Irgendwie will das alles nicht so, wie ich das will. Da bin ich wenigstens wieder ausgeruht, wenn ich wieder anfange. Hat auch so seine Vorteile. Wir haben über 70 Beeren und 15 Pilze. Außerdem haben wir noch dreimal Fischfilet da drin. Mit ein bisschen Glück haben wir demnächst auch ein bisschen was an Vogelfleisch. Und dann würde ich sagen, das war Let's Play Project Zomboid für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und mal sehen, was wir beim nächsten Mal machen. Wahrscheinlich noch mehr Nahrung suchen. Fischen. Ja, ich weiß nicht, ob wir eine geringere Chance haben, dass unsere Angel kaputt geht, wenn wir mehr fischen. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich hoffe es einfach mal. Die Waffen sind so lala, wenn ich ehrlich bin. Das dauert ewig. Schießen habe ich noch gar nichts gemacht. Kochen geht gut voran und die Nahrungssuche geht eigentlich gut voran. Ansonsten stagnieren wir mit unseren Sachen soweit. Wir haben schon fast die Hälfte von der Stärke verbessert. Das würde mich freuen, wenn wir die endlich mal verbessern können. Aber das dauert wirklich ewig, bis die größer wird. Gesundheit ist soweit okay und unser Gewicht ist halt immer noch am Fallen. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.